Ich freue mich, wenn ihr heute Abend gegen 18.30 Uhr bei mir im Stream seid. Aha, bis dann! Hey, was geht? Und willkommen zu diesem nicht Boomer-friendly Video. Bevor ich jetzt hier irgendwelche großartigen Erklärungen machen muss, ich bin mir zu 1000% sicher, dass noch andere große YouTuber über dieses Thema berichten werden. Wahrscheinlich ist genau jetzt zu diesem Moment, wo dieses Video draußen ist, das Video von PewDiePie oder anderen Leuten schon draußen. Es ist momentan der 10.04.2020 und ich nehme mir das Recht einfach mal raus zu sagen... Ich bin's! Der Erste. Nicht ganz, meine Freunde, denn es geht heute mal ein ganz, ganz, ganz brisantes Thema. Ich habe folgenden Artikel gefunden und zwar auf givemesport.com, einer der Lieblingsseiten meinerseits. Ich habe noch nie von dieser Seite gehört. Gibt es folgendes zu lesen. Horrifying model showing that avid gamers could look like in 20 years has been made. Das heißt, es gibt eine Computeranimation, wie wir Gamer in 20 Jahren aussehen werden. Da bin ich doch an der Stelle mal gespannt. Wir scrollen mal ganz kurz runter und sehen, oh, es ist Chef Strobel. Ja, meine Freunde, wir sehen hier auf jeden Fall ein Bild, was von Wissenschaftlern oder Researchern erstellt worden ist. The model, which is named Michael, was created by onlinecasino.ca. Onlinecasino.ca scheint mir auf jeden Fall eine der wissenschaftlichen Institutionen zu sein, die sicherlich festmachen dürfen, wie so ein Gamer aussieht. Papa, du willst mich verarschen. Wir sehen hier auf jeden Fall einen Mann, der deutlich zurückgehendes Haar hat. Hier natürlich die Delle vom Headset. Deshalb habe ich mein Headset natürlich gerade nicht auf, weil bekanntlicherweise macht er jedes Headset Delle in den Kopf, außer die von HyperX, weil die sind super. Ja! Den Rundrücken, natürlich den Bierbauch, hier das vorstehende und seltsam ausgelegte Kinn mit diesem Buckel hier, die hängenden Arme. Eigentlich im Großen und Ganzen deformiert sich der ganze Körper, wenn man sehr lange gamet. So ist das doch, oder? Jeder kennt es, meine Freunde. Man setzt sich hin, spielt kurze Stunde und plötzlich ist man quasi Modo himself. Wir können noch mal gerne runterscrollen und mal ganz kurz schauen, wie das Ganze dann aussieht. Wir sehen auf jeden Fall ein Indent in Skull vom Overuse of Headphones. Klar, also DJs werden genau das gleiche Problem haben. Bald Patches, weil wir natürlich zu wenig Sonnenlicht und Vitamin D nehmen. Es gibt keine Vitamin D-Tabletten und man kann auch nicht draußen spielen mit einer Nintendo Switch. Das geht nicht. Wir haben dunkle Augen, natürlich klar, vom Sleep Deprivation, weil wir natürlich alle viel zu wenig schlafen, wenn wir gamen. Ich meine, wer kennt es nicht? Ich spiele kurz 20 Minuten am Handy und plötzlich ist mein ganzer Schlafrhythmus, mein ganzes Leben im Arsch und ich sitze im Gefängnis. Irritation from staring at the monitor, bloodshot eyes. Gut, das kann ich vielleicht nachvollziehen, wenn man lange auf den Monitor guckt, dann ist das so, ja. Da an der Stelle Augentropfen nicht vergessen. Ein hunched back, also eine poor posture over time, das sieht dann an der Stelle genau so aus. Das ist tatsächlich auch nicht unwahr. Genau vor so ungefähr 1,5 Jahren habe ich mich genauso dahin gesessen. Ich habe dann aber Sport angefangen, dann ging es wieder. Rounded shoulders from lack of movement. Also die Schultern hängen quasi so und sind nicht so schön auf Massivbasis, Amina. Ja, groß angelehnt, sondern natürlich klar hängen. Obese, ganz klar. Also man frisst natürlich auch deutlich mehr, wenn man spielt und gamet. Meine lieben Gamer-Freunde, ihr kennt das. Man wird automatisch fett und macht natürlich auch keinen Sport, weil man muss wissen, Gaming und Sport, das kollidiert. Es darf keine Gamer geben, die gleichzeitig Sport machen. Das darf es nicht geben. Und wenn es Leute gibt, dann hört damit auf. Entscheidet euch für eins. Entweder unhealthy und Gaming oder Sport und healthy. Aber nicht beides, ja? Hört auf damit. Ein Eczema. Natürlich kriegt man auch irgendwelche seltsamen Eczeme am Bauch und sowas, die man hier auf jeden Fall ganz gut sehen kann. Also so ein plattgesessenen Ekelbauch natürlich, ganz klar. Pale Skin, weiße Haut. Gut, ich glaube nicht, dass das auf jeden zutrifft, weil es gibt ja auch sicherlich auch Menschen, die einen höheren Melaninhaushalt haben. Dunkelhäutige Menschen beispielsweise, die... Also ich glaube nicht, dass die einfach weiß werden. Ich glaube da einfach mal an der Stelle nicht dran. First-Person-Shooter, impressive use of mouse, exercise mouse causing numbness, also die Hände verkrampfen und werden natürlich automatisch taub. Das passiert tatsächlich nur, wenn man sich mit einem Messer bei Fortnite da reinschneidet, nicht zu empfehlen. Ein PlayStation-Thumb, ganz klar, ich spiele sehr viel mit der Maus und Tastatur, ich kriege automatisch einen PlayStation-Daumen. Nintendo-Arthrose, die habe ich natürlich auch, klar, das kommt aber von Blisters on Fingertips, also halt so ein paar Blasen auf den Fingerkuppen, die kriege ich sowieso natürlich, weil wenn ich viel auf meinem Keyboard tippe, dann kriege ich auch manchmal Blasen, das ist so. Eigentlich kriege ich nie einen wenn ich auf meinem Keyboard... Ich halt mein Maul. Triggerfinger, Repetitive Strain Injury. Also wenn ich halt die ganze Zeit mit meiner... Weil ich ja hiermit klicke, das kann ja natürlich nur normalen Menschen, der 24 Stunden am PC arbeitet, im Büro nicht passieren. Das passiert nur Gamern. Vom ganzen Sitzen natürlich, klar, kriege ich Fettbeine und geschwollene Knöchel kriege ich natürlich auch noch, weil ich halt ganz viel sitze. Ja, also meine Freunde, so müssen wir uns leider damit abfinden. So sehen wir genau in 20 Jahren aus, wenn wir jetzt nicht aufhören, alle zu gamen. Und das Problem ist jetzt mit der vorherrschenden Krise, die momentan ist. Ja, was sollen wir denn sonst noch machen? Ich gehe ja sicherlich nicht raus und mache Sport.
Ja, ich glaube, dieser Artikel ist auf jeden Fall ein wenig übertrieben. Ich denke mal nicht, dass wir alle so aussehen werden. Wollte ich das hier mal ganz kurz präsentiert haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch niemals einen Menschen gesehen habe, der ansatzweise so aussieht. Und ich glaube, was ist das hier eigentlich für eine Gesichtsbehaarung? Fallen die Haare im Gesicht auch aus? Ich meine, die haben ja wirklich einfach Missgeburt in ihren Generator eingetypt und dann kam das da raus. Diese Delle im Kopf, die ist so dermaßen übertrieben, dieser Haarausfall. Da stimmt irgendwas wirklich nicht. Also Leute, falls ihr jetzt schon so aussieht, dringend euer Lebensstil ändern. Also ich glaube nicht, dass wenn ich jetzt 20 Jahre, ich habe gefühlt, ja, ich habe 20 Jahre gegamed und ich sehe nicht ansatzweise so aus. An der Stelle, big lie. Um das ganze Thema jetzt ein bisschen abzurunden, meine Freunde, und natürlich, um auf 10 Minuten zu kommen, schauen wir uns zeitgleich noch ein paar Gaming-Memes an, die ich hier netterweise habe raussuchen lassen von Tobi. Das wird auf jeden Fall das Video hier nochmal deutlich aufwerten. Ja, ein bisschen gute Stimmung da rein. Ändert jetzt auf jeden Fall eure Habits, meine Freunde. Hört auf, so zu leben, sonst seht ihr in 20 Jahren genau so aus. Beginnen wir mit dem ersten Bild, meine Freunde, was wir haben. Und zwar, wieso nenne ich euch eigentlich meine Freunde? Ich mag euch alle gar nicht. Ist natürlich nur ein Scherz, Leute, ne? Also. When a guy kills you, but gets sniped in a killcam. Wir lieben es, meine Freunde. Also es ist wirklich der befriedigendste Moment, als sie bei PUBG und sowas und überall oder Games mit Killcam generell, wenn ich sehe, der Typ hat mich gekillt und dann merke ich einfach, wie ein Auto über den drüber fährt. Mashallah. Befriedigung in meinem Herzen. Mom, buy me a PS4. Bro, I wanna play games on your PS4. Me? Our? PS4. Ich erinnere mich noch zu gut daran, als mein Bruder eine PS2 hat und ich keine und ich immer am PC gezockt habe und ich meinem Bruder irgendwann versucht habe, die PS2 wegzunehmen. David, an der Stelle dicke Sorry an MX Unleashed, das Motocross-Game. Es war eine Sucht. Es war eine Sucht und es tut mir leid, dass ich deinen Fernseher und deine PlayStation damals beanschlagt habe. Ich bin nicht gut, Entschuldigung, du merkst das vielleicht. Ihr merkt das vielleicht, ja. Finally some free time to play a game. 25 GB Update-File. Oh mein Gott, ich singe ein Lied davon. Ich bin endlich jetzt in eine neue Wohnung gezogen und ich habe da einen 1000er Download. Und Leute, es regnet einfach nur Daten vom Himmel für mich. Ich hatte in meiner letzten Wohnung eine 16.000er Leitung mitten in Köln. Das muss man sich ja vorstellen, ja. Es ist schrecklich gewesen. Ich dachte mir so, nice, mit den Jungs in der Runde Game. Und dann... 3 GB Update. Ja, 3 GB Update hieß für mich, ich konnte es nicht spielen. Ich musste dann halt, weiß ich nicht, eine Stunde oder sowas warten. Da war für mich der Abend schon wieder gelaufen. Jetzt kann ich es endlich, meine Freunde. Und jetzt ist mir auch jedes Riesen-Update egal. Grüße übrigens an der Stelle an Modern Warfare und Warzone an der Stelle. Das hat trotzdem geschmerzt, die 70 GB. Me, looting a town in a game, NPCs. Ja, außer halt in Minecraft tatsächlich. Wobei, genau das halt. Also wirklich, man kann ja in Minecraft die Kinder von denen umbringen, den Brunnen vergiften, die Häuser niederbrennen und die schauen dich einfach noch an und wollen dann auch sogar mit dir handeln, meine Freunde. Ich weiß es nicht. Gibt es Dörfer auf der Welt, wo sich Leute genauso verhalten, wenn man sie angreift? Ich bezweifle das an der Stelle einfach mal. Trotzdem vielleicht ein bisschen Mitleid. Also ich habe auch sehr gerne gerade mit den Villagern in Minecraft gespielt und geisteskranke Kriegsverbrechen an denen begangen und Dinge gemacht, die ethisch kein bisschen vertretbar sind, aber hat ein bisschen Mitgefühl. Das sind auch nur Lebewesen. Was rede ich hier? Die haben keine Gefühle, verbrennt sie alle. Mein Gehirn. Hey, möchtest du schlafen gehen? Ja, sei es leise. Wenn du in Minecraft stirbst und du respawnst neben deinem Bett, das heißt, dass du die ganze Zeit nur geträumt hast. Ja, danke an der Stelle an mein Gehirn. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Das könnte, glaube ich, komplett schon ein eigenes Format sein. Ihr habt sicherlich alle schon mal von Games geträumt. Ihr habt alle schon mal von verschiedensten Games geträumt. Ich habe sehr, sehr viel von Fortnite geträumt, sehr viel von Minecraft, ein bisschen was von GTA tatsächlich auch und vorgestern von Valorant, wo ich mir dachte, what the f***. Also ich glaube, je intensiver sich unser Gehirn mit solchen Dingen auseinandersetzt, umso mehr nimmt man natürlich auch mit in den Schlaf und in die Tiefschlafphase und verarbeitet das Ganze irgendwie. Und meine Fortnite-Träume waren wirklich, neben dem UFO war damals der Baustelle, da waren Paletten. Ich habe geträumt, dass ich die Paletten mit meiner Hand baue und mich dann hochbaue und dann auf Dena snipe. Das ist kein Witz. Das habe ich wirklich geträumt. Schreibt mir gerne mal eure liebsten Gaming-Träume in die Kommentare. Es würde mich kein bisschen interessieren. Ja, wenn ihr das Meme jetzt nicht kennt, habt ihr euch jetzt sicherlich gefragt, was ich an der Stelle gemacht habe. Informiert euch, ich werde es jetzt hier nicht weiter erläutern. Alter. FPS drops vom 60 to 59 PC-Gamers. Bei mir ist es von 240 Hertz, wenn ich dann auf 144 gehe, ich nur so... Und dann denke ich mir so, ja klar war ich schlecht, natürlich war ich schlecht, ich hatte 2 FPS weniger. Und ich denke mir so, Bro, nein, du bist einfach schlecht, weil du in dem Spiel bist. Du bist einfach scheiße, weil du scheiße bist. Du bist nicht scheiße, weil der PC schlecht ist, deine Maus, dein Crosshair, der Server lag. Nein, du hast die perfekten Gegebenheiten. Du hast hier einen Rechner stehen, der ist unglaublich viel Geld wert. Du hast hier ein tolles Internet. Du alleine, Revi, bist daran schuld, dass du in den Game scheiße bist. Kein anderer. Ihr übrigens auch. Random High Rank Player, 30 Kills. You, after a very hard day of working, trying to have a good time. Ja, man kennt es, meine Freunde. Man denkt es so abends so, ah, jetzt noch eine Runde zocken, ganz entspannt. Und dann kommt dieser eine Tryhard daher in Battlefield oder in irgendwelchen anderen Shooter und mäht dich einfach nieder und denkst dir nur so. People who have sex with my mom, my dad, people I play competitive online games against. Ja, dein Vater hat scheinbar nicht so viel Sex mit deiner Mutter wie die anderen Leute, gegen die du online spielst. Also wenn ich überlege, wenn ich jetzt zusammenrechnen würde, wie oft meine Mutter schon ge...
worden ist von Leuten aus der Lobby, dann will ich gar nicht zusammenrechnen, wie viele Menschen das wäre. Ich weiß nicht, ich will es einfach gar nicht zu Ende bringen, den Satz. Diese Vorstellung macht mich fertig. Boss Level 332, den ich einmal versehentlich verwundet habe. Ich bin Level 4. Ja, man kennt das, meine Freunde. Gerade sowas wie, keine Ahnung, man trifft dann irgendwie auf einen random Mob oder rennt dann in irgendein Gebiet, in irgendeinem MMO, wo man eigentlich gar nicht hin soll, schlägt irgendeinen Mob und dann plötzlich, Stunks. Und man wird halt komplett fertig gemacht. Me playing CSGO, keep switching between my knife and my gun. Ah, ja, okay. Meine Freundin fragt mich, warum machst du das? Und ich nur so, es ist nicht viel, aber es ist ein Pro-Gamer-Move. Ich übersetze das hier wörtlich, das macht gar keinen Sinn. Hat Jody mich tatsächlich damals auch gefragt, wieso wechselst du die ganze Zeit zwischen Knife und Gun am Spawn? Und es ist einfach so, das macht man so, meine Freunde. Das gehört dazu, das macht einen sofort zum deutlich besseren Spieler. So ein Ding ist das nämlich. Es ist Touchpad-Time. Nein, Sony, bitte nicht. Der neue PlayStation-Controller, nein. Dieses Touchpad ist so unglaublich riesig. Ich habe mir das Ding auch angeguckt und dachte mir so, muss das sein? Weil man kommt ja immer irgendwie mit den Fingern da drauf und so und das funktioniert nicht. Analog-Knöpfe. It is. Lasst uns bitte dabei bleiben. Es ist keine Nintendo Switch oder eine 3DS. Lasst es einfach. Enemies, when they see my teammates. Enemies, when they see me. Bofftop. Ja, es ist irgendwie immer so. Ich denke mir auch teilweise so, Alter, den hätte ich ja easy weggemacht. Dann face ich den Typen in der nächsten Runde rein und denke mir so, hättest du nicht, weil du bist nämlich im Spiel. Ja, meine Freunde, was soll ich zusammenfassen? An der Stelle hier sagen, versucht auf jeden Fall eure Gaming-Apps zurückzustellen. Ja, macht auf jeden Fall jetzt Sport, geht raus, lernt eine Sprache. Ich meine, wir haben alle so viel Zeit. Nutzt die doch einfach. Und für die Memes, schaut da gerne mal vorbei. Der Artikel und alles andere ist in der Videobeschreibung verlinkt. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich bin an der Stelle raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Heute Abend wieder Livestream. Ich freue mich, wenn ihr heute Abend gegen 18:30 Uhr bei mir im Stream seid. Aha, bis dann. Tschüss.